Sheila, habe ich richtig ausgesprochen? Ja. Wir haben uns gerade für das Du entschieden. So, und ich habe eben schon einmal angefangen, aber ich fange gerne nochmal an. Und ich habe dir gesagt, und das meine ich von Herzen, wenn wir jetzt, wie gesagt, Corona nicht hätten, dann hätte ich dich umarmt, weil dein Buch mein Leben gerettet hat. Oh, schön. Das ist, vorher habe ich überlebt, aber ich habe nicht gelebt. Ich habe jahrelang nicht gelebt. Und das ist wirklich, und das war unter anderem dein Buch, Woman on Fire. Und ich habe es schon 30 Mal gekauft und weiter verschenkt und ich habe hunderten Leuten davon erzählt und ich erzähle jedes Mal wieder darüber, über Woman on Fire von dir, von Dr. Sheila DeLis. Und, ich bin jetzt ganz gerührt. Und deswegen freue ich mich total, dass du dich bereit erklärt hast, in meinem Podcast mit mir zu sprechen. Mhm. Ich möchte nämlich ganz gerne, jetzt werden sich wahrscheinlich manche fragen, hä, wie sind wir Leben gerettet? Also manche wissen, dass ich tatsächlich eine Zeit lang davon gesprochen habe, ja, irgendwie ich war im Burnout und so weiter und so fort. Und die haben mich dann auch sehr mitleidet, dass ich im Burnout war. Mittlerweile kann ich sagen, es war kein Burnout, es waren meine Wechseljahre. Krass. Ich war also 5,5 Jahre oder etwas über 5 Jahre war ich in den Wechseljahren drin. Und ich habe also scheinbar ein Burnout gehabt, also diese komplette Energielosigkeit. Genau. Heftige Depression, wo ich einfach stundenlang heulend in der Ecke sitze, weil mein Computer gerade nicht das eine Dokument ausdrucken das wollte. Das kenne ich, ja, das kenne ich. Fibromyalgie. Mhm. Dass ich so eine Schmerzen im Körper hatte, dass ich manchen Sommern einfach nur heulend auf der Liege im Garten gelegen habe und mir der ganze Körper wehtat und nicht wusste, was ich tun sollte. Krass. Und kein Arzt und niemand hat mir irgendwie helfen können. Was hatte ich noch gehabt? Gesenktes Immunsystem. Ich war nur noch krank. Früher war ich immer gesund, ich war aber nur noch krank. Mhm. Mit Ausschlag um den Augen, Nervenenden, die sich entzündet haben, dass mir jeder einzelne Zahn wehtat und mein Zahnarzt immer sagte, da ist doch gar nichts. So, wir machen jetzt mal weiter. Gelenkschmerzen. Ich konnte nicht gehen, wenn ich aufgestanden bin. Ich konnte morgens meine Hände nicht bewegen. Ja. Ich habe ungefähr 30 Kilogramm Gewicht zugelegt. Ich habe am Ende dann nicht mehr schlafen können. Ich habe also dann 3 Wochen lang 1 bis 2 Stunden die Nacht geschlafen. Ach Gott. Ich höre noch nicht auf. Ich hatte ein riesen Drama im Kopf. Das Drama ist das, was mich wirklich am meisten echt irritiert hat. Und das war ja dann noch zu der Corona-Zeit, aber auch vorher schon. Also wenn irgendwas passiert ist, es war bei mir gleich ein Drama. Und dann dachte ich so, warte mal, Isabel, du bist Kommunikationstrainerin. Und du weißt, wie sowas geht. Und ich glaube auch, dass meine Ausbildung, ich habe eben Psychologie auch im Nebenfach studiert und sowas, und alles, was ich bisher gelernt habe, mir geholfen hat, dass ich tatsächlich noch kommunizieren konnte. Mhm. Aber ich hatte eben trotzdem so ein Drama in mir drin. Was hatte ich noch? Wahnsinnigen Haarausfall. Ich habe schon gedacht, okay, bald habe ich nichts mehr auf dem Kopf. Gedächtnislücken. Ich konnte mich auf einmal nicht mehr konzentrieren. Und im Endeffekt lag ich immer wieder in meinem Bett, habe immer wieder versucht, eine Lösung zu finden. Habe gedacht, okay, vielleicht, keine Ahnung, ist es eben Burnout, kann ja auch sowas alles. Ne? Klar, vielleicht ist es, weil mein Vater gestorben ist. Vielleicht ist es vor 5 Jahren eben, als mein Hund gestorben ist. Mhm. Vielleicht ist es dies, das, jenes, vielleicht ist es und so. Und dann habe ich immer wieder was geändert. Ich habe 3 Therapien gemacht in der Zeit, kann nie schaden, war auch gut. Ja. Und auch die Heilpraktiker haben mir tatsächlich helfen können. Also es ging mir immer wieder, ich war immer wieder einigermaßen schmerzfrei, aber alle 4 Wochen ging es mir wieder schlecht. Aha. Also immer im Zyklus, obwohl ich ja schon gar keine Periode irgendwann hatte. Mhm. Und jetzt weiß ich eben, lange Rede, kurzer Sinn, ich hatte einfach meine Wechseljahre. Krass. Und ich war ja beim Frauenarzt alle halbe Jahr, das hat mir aber keiner gesagt. Keiner hat mir irgendwie eine Liste gegeben, was kann alles an Nebenwirkungen kommen für Wechseljahre. Wenn du in die Wechseljahre kommst. Und ich kenne einen doch eher so, ich bin so aufgewachsen, so, ne, schwanger ist nicht krank, Wechseljahre ist keine Krankheit. Ja, 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 genau. So, ja, 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 so bin genau. ich aufgewachsen. Boden halten. Ja, ja, genau. So, und ich habe immer gedacht, Wechseljahre sind Hitzewallungen. Genau. Mit denen kam ich ein bisschen klar. Da habe ich gedacht, ach mein Gott, dann bin ich halt mal ein bisschen aus dem Wasser gezogen, genau. Was soll's. Ja, so. Ja, 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 genau. Und deswegen habe ich gedacht, na, Wechseljahre können es ja nicht sein. Wahnsinn. Und dann habe ich eben, dann bin ich aus verschiedenen Punkten eben darauf gekommen, hat eine Bekannte mir dein Buch empfohlen und habe ich es durchgelesen und ich konnte überall, wo du gesagt hast, das kann vorkommen, check habe ich. Und Wahnsinn. Dann habe ich eben Hormonstatus testen lassen und Progesteron und Östrogen war kaum noch, beides kaum messbar. Wahnsinn, Wahnsinn. Ich kriege einen Affen. Und nach 3 Tagen, nachdem ich dann eben die bioidentischen Hormone genommen habe, war fast alles weg. Wahnsinn. Und insofern nehme ich viele Themen immer noch mit, wie zum Beispiel Corona oder sowas und klar andere Sachen. Aber ich habe kein Drama mehr im Kopf. Ich bin nicht mehr depressiv, ich habe keine Fibromyalgie. Es ist alles Wahnsinn. Weg. Wahnsinn. Also insofern hast du mir mein Leben zurückgegeben. Und jetzt möchte ich von dir gern mal wissen, wieso reden
Also wieso wird insgesamt in der Gesellschaft so wenig über Wechseljahre geredet und wieso reden wir Frauen nicht mehr über die Wechseljahre? Oh je, ja, das ist das Problem, und ich habe da sehr viel drüber nachgedacht. Das Problem ist, dass eine Zeit lang wirklich traditionell Frauen definiert wurden und immer noch werden, glaube ich, in irgendeinem eher so im Subtext, nach ihren Qualifikationen oder ihren Eigenschaften in Bezug auf das, was wir für die Gesellschaft tun können und im Spezifischeren für die Männerwelt tun können. Das bedeutet, wir Frauen sollen hübsch sein, wir sollen lieb sein, wir sollen gut formbar sein, wir sollen fügsam sein. Also schon mal Themenkreis Schönheit, Jugend, sowas. Zweiter Themenkreis ist dann, ja, man braucht natürlich eine gute Ehefrau und jemand, der Kinder gebären kann, ne? Und der auf die Kinder aufpasst, die Kinder erzieht, häusliche Aufgaben übernimmt, wunderbar. Zweiter Themenkreis, also Mama sein, ne? Auch für die Gesellschaft, Kinder auf die Welt bringen, die irgendwann unsere Rente bezahlen, tralalala. Mit den Wechseljahren fallen scheinbar oder so ein bisschen in dem öffentlichen Bewusstsein beide Themenfelder weg. Das heißt, die Frau bekommt, hat gar keine Aufgabe mehr, ne? Sie hat natürlich noch viele Aufgaben. Im Gegenteil, sie hat sogar noch mehr Aufgaben als sonst. Aber aus der traditionellen Sicht hat die Frau da irgendwie die wesentlichen Aufgaben verloren. So. Und deswegen schwingt da immer mit so etwas wie so ein bisschen Versagen und ein bisschen Scham. Und ein bisschen, man versteckt das, man sagt niemandem, dass man durch die Wechseljahre durchgeht. Ich war jetzt am Wochenende, war ich bei einer größeren Fernsehsendung gewesen in Köln und da war ein kleiner Filmvideoausschnitt, wo der Mann sagte, das älteres Ehepaar, der Mann sagte, bei uns haben die Wechseljahre noch nie eine Rolle gespielt. Da hat er davon nie irgendwas mitbekommen. Da habe ich gesagt, tja, die Frau hat es einfach vor ihm geheim gehalten. Ja? Und das ist so ein bisschen der Grund. Also, wenn wir so in die Geschichte auch zurückgehen, dann nehmen wir mal, ist es 1950, ist es kurz nach dem Krieg, die Frauen haben ihre Städte mit aufgebaut, es gibt kaum noch Männer, ne, weil die alle entweder tot sind oder behindert sind oder einfach nicht heiratbar, weil sie geistig krank sind oder sonst irgendwas. Insofern gibt es einen riesen Run auf die noch zur Verfügung stehenden Männer. Das heißt, eine riesen Konkurrenz und das heißt, Frauen müssen hübsch sein. Wir erinnern uns, die 50er Jahre in den Filmen hatten die immer hohe Schuhe an, ne? Backen mit hohen Schuhen und Kleid, so ungefähr das aus dem typischen Bild. Du machst das nicht mehr? Nein, das ist richtig. mit meinem Rock und mit meinen hohen Schuhen. Ich glaube, das fänden die Männer aber trotzdem toll. Aber nein, 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 nein. Also das war das Ding. Eine Frau, die der Horror für alle Frauen war ja, und in Deutschland fand ich es immer noch sehr traditionell, als ich nach Deutschland gekommen bin, war Mitte der 80er Jahre, war hier immer noch ein sehr traditionelles Bild. Und es war so ein bisschen das ungeschriebene Gesetz, dass wenn Frau in einem gewissen Alter kommt, und das ist dann meistens so ab 40, ja, dass sie dann irgendwie komisch wird, schlecht gelaunt wird und dass der Mann sie dann ganz schnell fahren lässt und mit seiner Sekretärin in seinem Cabrio in Sonnenuntergang fährt, ne, und sie verlässt. Und sie sozusagen die Frau zurücklässt und das ist dann ein wirtschaftliches Drama und ein soziales Drama, weil niemand lädt sie mehr ein, ne? Weil es ist ja die Frau, ja, man, die ist verlassen worden für ihren Mann, ne? Der hat sich für eine Jüngere verlassen. Ja, also diese ganzen Klischees, also dieses ganze Ding. Und deswegen, um die Essenz daraus zu ziehen, du darfst nicht alt werden, da bist du unattraktiv und Wechseljahre ist das absolute Zeichen dafür. Deswegen haben die Frauen untereinander nicht darüber gesprochen und auch nicht mit der jüngeren Generation auch nicht. Das bedeutet, diese Kultur der Aufklärung über die Wechseljahre, die existiert praktisch gar nicht. Wir wissen, wir müssen unsere Mädels aufklären in der Pubertät, wegen Periode und Binden und Tampons und so weiter. Aber diese zweite große hormonelle Umstellung, das ist immer noch, ich sag immer, hängt immer noch in den Köpfen in den 80er Jahren. Ne? Als ich in den 80er Jahren nach Deutschland gekommen bin, fand ich dieses Frauenbild so unglaublich, unglaublich ermüdend, was man da sah. Also es waren entweder waren das irgendwelche sexy Häschen mit riesen Haaren, die im Fernsehen einfach wie so die Glücksfee, ne, die Glücksfee, die in den wie hießen das Glücksrad, die rumgelaufen ist und ja, die Zahlen umgedreht. Genau, aber ich weiß nicht, wie sie heißt. Ja, ja, da gab es eine. Ja, ja, genau. Doch, die hieß Maren Gilzer, hieß ja, die. Ja, genau, damals. mit den wahnsinnig hübschen langen Beinen, ja, genau. Genau, das war die Rolle der Frau im Fernsehen, war entweder diese Rolle oder man war Hannelore Kohl. Ne? Hannelore Kohl, perfekt frisiert, immer nett lächelnd, immer angenehm und immer ihrem Mann den Rücken freihaltend, ne? Und ne, hat zu Hause gebacken für, was weiß ich, wenn der Verteidigungsminister vorbeikam, keine Ahnung. Aber jedenfalls, das war dann die perfekte Frau. Und alle anderen Modelle waren jetzt irgendwie nicht wirklich beliebt. Und
unsere Vorstellung von den Wechseljahren hängt da noch in der Zeit. Nicht nur bei dir oder bei mir oder bei Leuten auf der Straße, sondern auch in der Medizinwelt. Und da haben wir das, da haben wir einen Riesenteil des Problems, dass auch viele Mediziner denken, ja, das ist halt so. Wenn du bist halt alt, wenn du in die Wechseljahre kommst, ist keine Krankheit. Das ist halt so, musst du halt durch, fertig, aus. Ne? Ich habe tatsächlich, ich habe ja das Buch eben dann einigen wirklich zu Weihnachten dann geschenkt. Ich bin so in meinem kleinen Buchladen um die Ecke, habe gesagt, so, ich hätte gern, ich glaube, ich habe angefangen mit 20 Mal, ich muss noch ein paar nachbestellen. Also 20 Mal hätte ich gern dieses Buch Woman on Fire von Dr. Sheila DeLis und ich hätte ganz gern, genau, und dann habe ich die halt verschickt und von manchen habe ich ja wirklich die Reaktion bekommen, ich bin doch noch gar nicht, also das war fast so ein bisschen empört und sage ich, und das ist doch gut. Und vielleicht wirst du auch, selbst wenn du da reinkommst in die Wechseljahre, dann wirst du vielleicht nie Probleme bekommen. Genau. Und das ist auch gut. Ich möchte nur, dass niemand so leidet, wie ich 5,5 Jahre gelitten habe. Eben. Und das ist einfach nicht schön. Und ich konnte zwar noch, also meine ehemalige Assistentin, die hat mir dann gesagt, Isabel, also nachdem ich dann eben ungefähr ein paar Wochen dann ja die bioidentischen, also die pflanzlichen Hormone genommen habe, hat sie gesagt, oh, es ist wieder entspannt, in deiner Gegenwart zu sein. Und sie meinte, dadurch, dass du ja Kommunikationstrainerin bist, konnte man sich auch vor mit dir unterhalten. Aber es war so eine Anspannung und es war anstrengend, dich in der näheren, also so im Umfeld zu haben. Also gerade so mit dem Miteinander und auch so privat, denke ich dann mal. Ja. Und ich dann so denke, boah, ey, was für eine Belastung bin ich auch für andere gewesen. Also gar nicht mal nur für mich, sondern auch eben für andere. Ja, ja. Und die Frage ist eben, wieso kommt keine Socke da drauf, wenn ich ja von Arzt zu Arzt und Therapie und auch immer freizügig gesagt habe, ich bin schon in den Wechseljahren. Also das war für mich klar. Kommt keiner auf die. Und dann habe ich noch gesagt, oh, ich glaube, ich bin im Burnout. Da spätestens da hätten doch alle Sirenen, weil zum Beispiel bei meiner Frauenärztin mal so, oh, es könnten ja auch die Wechseljahre sein. Das Bewusstsein nichts. Existiert dafür nicht. Aber es liegt auch daran, dass wir im Facharzt, wir lernen darüber nichts, also in der Facharztausbildung. Die Facharztausbildung sind 5 Jahre, die man im Krankenhaus meistens verbringt. Meistens also für eine Gynäkologie. Ganz genau. Gynäkologie. Genau. Gynäkologin. Frauenarzt. Frauenärztin. Ganz genau. Also um Frauenärztin zu werden, genau. 5 Jahre, meistens 3,5 davon in einem sogenannten Haus der Maximalversorgung. Das heißt, da musst du alles mitmachen. Da musst du wissen, wie sieht eine schwierige Geburt aus? Wie gehe ich um, wenn eine Frühgeburt ist? Wie gehe ich um mit vorzeitigen Wehen? Wie gehe ich um mit einem hochmetastasierten Brustkrebs, Mammakarzinom? Wie gehe ich mit all diesen Dingen um? Wie gehe ich mit sterbenden Patienten um? Wie gehe ich um mit Patienten, die riesige OPs hatten, die jetzt nachbluten? Wie gehe ich um mit, oh Gott, keine Ahnung. Also die Liste, da ließe sich unendlich lang fortführen, aber du hörst, das sind alles extreme Ausnahmesituationen. Es ist nicht die Situation, was mache ich, wenn eine Frau ins Krankenhaus kommt, nachts in die Notaufnahme und sagt, hallo, ich habe Hitzewallung, das passiert nämlich nicht. Deswegen ist es, die hormonelle Geschichten spielen so gut wie null eine Rolle. Überhaupt nicht. Ich kann mich total erinnern, als ich habe eine Zeit lang die gynäkologische Onkologie gemacht, also halt die Krebspatienten, das hat mir sehr, sehr gelegen, das hat mir auch sehr gut gefallen. Und irgendwann mal sagte mir die eine Oberärztin, die in der Ambulanz gearbeitet hat, hat mir einen Haufen Gleitmittel in die Hand gegeben, so kleine Gleitmittelprobepäckchen. Und hat gesagt, hier, das kannst du deinen Frauen geben, die Chemotherapie haben. Die kriegen nämlich alle Probleme mit der Vagina. Und ich gucke sie so an, ich denke so, echt? Haben die noch nie erzählt. Und natürlich, jetzt weiß ich, ja klar, das geht auch auf die Vagina und zwar nicht zu knapp, ganz schlimm sogar. Und aber ich weiß auch, was ich damals für mich gedacht habe. Ich meine, wenn man sich freut, dass eine Metastase im Hirn sich um die Hälfte irgendwie geschrumpft hat, dann denkt man gar nicht an Gleitmittel, dass es diese Frau vielleicht noch Sexualität erleben will. Ja? Also deswegen war der Schwerpunkt, ist ganz woanders. Hm. Und als ich dann in der Praxis angefangen habe, habe ich natürlich das erste Mal mich intensiver mit diesem Thema auseinandersetzen müssen. Und habe irgendwie gedacht, man kommt irgendwie mit 50, kriegst du die letzte Periode und dann fällst du in so ein Loch und das war es dann irgendwie. Dann war es Pech gehabt. Ne? Und, erst als ich dann wirklich gemerkt habe, dass es so viele Problemfelder gibt, wo wir Frauen nicht helfen können, habe ich gedacht, das kann nicht sein. Und dann fing ich einfach an zu gucken. Hab gedacht, guckst du mal hier, guckst du mal ein bisschen da. Ne? Und meine amerikanischen Patienten, von denen ich recht viele habe, die haben mir sehr viel geholfen, weil die kamen und haben gesagt, oh, I have bioidentical hormones, dieses, jenes. Hab ich gedacht, was ist das denn? Und ich fand das alles so unkompliziert und so cool. Und dann fing ich an, das zu recherchieren. Aber ich festgestellt, oh mein Gott, ist das einfach. Ist ja nicht mal besonders schwer. Ja? Und je mehr ich mich damit befasst habe, desto mehr ist mir aufgefallen, dass die meisten Leute keine Ahnung haben.
dass ich auch wenig Ahnung hatte. Ich bin auch noch am Lernen. Also ich gehe auf jede Fortbildung virtuell, auf die ich kann, weil ich einfach überall meine Informationen noch aufschnappen will, gucken will, wie kochen jetzt die anderen. Gibt es vielleicht noch Dinge, die ich irgendwie so feintunen kann. Und aber ich habe festgestellt, die meisten kennen sich nicht aus. Und dann habe ich festgestellt, wie viel man wirklich heilen kann damit. Wirklich heilen. Und natürlich bin ich dann auch selbst in die Wechseljahre gekommen. Und was ich halt total cool fand, war, ich hatte so ein bisschen auch irgendwo unbewusst diesen Glaubenssatz abgelegt, dass wenn eine Frau in die Wechseljahre kommt, dass sie irgendwie an Farbe verliert. Ja? Die wird unsichtbar. Die wird unattraktiver. Die ist so ein bisschen das ausrangierte Gut. Oder habe ich festgestellt. Ey, das ist überhaupt nicht stimmt. Im Gegenteil. Ja? Im Gegenteil. Also ich fand die Jahre in meinen 30ern, wo ich mich rumgeschleppt habe mit Kindern, die nachts nicht schlafen. Und du hast ständig irgendeinen Pullover, wo irgendeine Kinderkotze drauf ist. Und du hast keine Zeit, zum Friseur zu gehen. Und du schläfst nicht. Und da habe ich mich sexlos und kraftlos gefühlt. Ne? Und, aber dann so mit Mitte 40 habe ich gemerkt, wie geil ist das denn? Also man weiß genau, was man will, man weiß genau, was man nicht will. Die Libido ist, wo man ganz gut eingestellt ist. Mit den Hormonen ist sie echt zum Krachen. Und man hat so viele Vorteile. Und Leute, die mich kennen, die mich vielleicht länger nicht gesehen haben, die sagen immer, boah, du siehst so viel besser aus als damals. Ja? Wenn ich Fotos auch von damals angucke, ich sehe wirklich nur kaputt aus und wirklich durch den Wind. Und jetzt habe ich das Gefühl, ich habe irgendwo an meine Kraft irgendwo gefunden. Mhm. Und ihr habt da auch lange drüber nachgedacht. Jetzt rede ich am laufenden Band, du hast bestimmt noch ein paar Fragen. Aber ich habe so lange drüber nachgedacht, warum das so ist. Und mir ist so aufgefallen, also ich habe so eine Theorie entwickelt, dass wenn wir Mädels so 10 und 11 sind, ne, so 9, 10, 11 Jahre alt sind, wir liegen irgendwie an einem Sommertag auf dem Rasen irgendwie, gucken in blauen Himmel und finden alles einfach klasse und finden alles super und finden alles super und wissen genau, was wir wollen. Wir wissen genau, worauf wir keinen Bock haben. Und dann sind wir irgendwo bei uns. Und dann kommen wir in die Pubertät und dann ist alles scheiße. Dann kommt alles durcheinander und dann stellst du dich ja plötzlich selber in Frage. Dann bist du zu dick, zu dünn, hast blöde Haare, hast Sommersprossen, hast keine Sommersprossen, hast eine Zahnspange und alles ist schlimm. Und aus dieser schlimme Pubertätsphase versucht man sich rauszukämpfen in seinen 20ern. Das versucht sich wieder seinem Selbstbewusstsein aufzubauen. Und das macht man immer, immer mehr, bis man das Gefühl hat, okay, ich bin so ein bisschen da, wo ich sein will. Und ich bin ein bisschen der Mensch, den ich sein will. Aber ich finde, wenn man in die Wechseljahre kommt, finde ich, kommt man wieder so ein Stück weit wieder nach Hause. Dass man sagt, jetzt bin ich wieder 9 Jahre alt, nun bin ich 45 oder 46. Und habe das Gefühl, ich weiß wieder genau, wer ich bin, was ich will. Es kann mich nichts mehr so erschüttern wie früher. Und wenn jemand ankommt und sagt, ah, du hast aber zugenommen, dann mache ich mir da jetzt nicht ewig drüber Gedanken, sondern denke, ah ja Gott, das ist halt, wenn mich jemand kritisiert, das ist ein Ausdruck davon, wie schlecht es dem geht und nicht, wie schlecht es mir geht. Ja, und aber das natürlich auch nur, wenn du eben einigermaßen genau eingestellt bist. Du musst hormonell gut eingestellt sein. Also mich hat das natürlich dann teilweise umgehauen. Ja? Also zum Beispiel, ich bin eher so tatsächlich auch immer mal wieder einerseits der Sonnenschein, andererseits, weil ich ein sehr emotionaler Mensch bin, auch so hochsensibel, hatte ich auch sehr viele melancholische Phasen. Mhm. Aber das erste Mal wirklich, dass ich gedacht habe, ich will nicht mehr weiterleben. Ja. Das hatte ich erst in den Wechseljahren. Krass. Und das meine ich eben mit diesen heftigen Depressionen. Dass ich wirklich da sitze und weiß, ich wäre jetzt in der Lage dazu. Ich habe es nicht gemacht, ich habe es auch nicht vorgehabt. Und so, aber dieses Spüren in den Körper, ich wäre jetzt dazu in der Lage, weil ich es gerade nicht mehr aushalte. Irgendwo gegen Baum zu fahren, total, fertig. Ne? Genau, ja. Finde ich total krass, das überhaupt wahrzunehmen. Und das fing im Prinzip dann da an. Und wenn ich da eben so gucke, wie es mir ging und wie hilflos ich mich gefühlt habe. Richtig. Ich meine, wie viele Töchter oder Kinder haben teilweise mit ihren Müttern gebrochen, weil die blöd waren. Ja, ja, ja. Vielleicht waren die auch in Anführungsstrichen einfach nur in ihren fucking Wechseljahren. Fucking Wechseljahre, ja. Und es wurde ihnen nicht geholfen. Ich erinnere mich an eine Phase, was ich hatte auch so, weil du dann sagst mit Depressionen und so. Wo ich habe mir gerade für mich überlegt, wann hast du überhaupt erst damit angefangen, diese Dinge zu nehmen, ne? Also überhaupt drüber nachzudenken. Und es war, als ich aus dem Nichts heraus war, also es war so, als hätte jemand die Farben ausgeschaltet. Also es war überall, ich sah alles grau. Ich sah alles grau und ich fand alles ganz, ganz, ganz schlimm. Und da habe ich gedacht, nee, das bist nicht du. Das ist ja Gott sei Dank, hat man wenigstens seine Sinne so weit beieinander, dass man denkt, das bin jetzt nicht ich, das ist irgendwie komisch. Und da ich ja zu allem Zugang habe, nicht wie jemand, der jetzt irgendwie kein Arzt ist, habe ich gedacht, ach, jetzt probierst du einfach mal ein bisschen Progesteron, jetzt guckst du mal, und dann war es weg. Und ich so, ach, das war ja easy. Ne? Weil es davor ist, genau wie du sagst, man kommt echt in diesen Gedankending rein, dass man denkt,
Also so richtig viel Sinn macht das jetzt nicht mehr alles. Mhm. Ne? Das ist, und ab da habe ich einfach immer mehr benutzt und habe dann festgestellt, das ist einfach und das ist cool. Und wenn man einfach diese kleinen Dinge einfach verändert, einfach bei sich selber, dann kannst du nämlich alles. Und dann kannst du dich da hinsetzen und sagen, so, weißt du was, bis 45 habe ich irgendwie ein bisschen oft nach der Pfeife von anderen Leuten getanzt und so. Das mache ich jetzt nicht mehr, das ist jetzt vorbei und jetzt mache ich mein Ding. Ne? Ja, genau. Und dann kann, im Prinzip war es für mich wirklich, ich bin wieder ich. Genau. So. Und tatsächlich noch mehr ich als eben tatsächlich vorher so in dieser Sturm- und Drangzeit und wo ich beruflich sehr viel gearbeitet habe, ne? Ja, genau. Noch mehr gesehen werden wollte, viel genau. Nach außen und jetzt bin ich viel mehr auch in der Ruhe drin. Ja. Nun sollten wir vielleicht mal ganz kurz sagen, was für Hormone eben, ich habe es nämlich ein bisschen richtig angedeutet, weil ich mich auch von meiner... Ich würde das Licht einmal ganz kurz anmachen. Ja, sehr so gern. Dunkel. Okay, also zurück zu Thema Hormonen. Genau, Hormone. Genau. Bei den Hormonen ist es eben so, dadurch, dass ich ein Lipödem habe, habe ich mein Leben lang, oder zumindest seitdem ich wusste, dass ich ein Lipödem habe, weil diese Krankheit, diese Fettverteilungsstörung eben häufig ja mit Hormonen irgendwie zusammenhängt und keiner genau weiß, warum und wieso. Mhm. War es eben so, dass ich zum Beispiel auch keine Pille genommen habe und also Verhütungsmittel, alles ohne Hormone. Mhm. Und dadurch war ich ein bisschen schockiert, als dann eben meine Frauenärztin dann eben gesagt hat, ja, kannst du Hormone nehmen, hier, wir haben ne, irgendwas so. Also im Prinzip nicht die bioidentischen, sondern eben so Hormone. Dann habe ich gesagt, nee, ich mach's lieber mit der Heilpraktikerin weiter. Und dann habe ich eben dein Buch gelesen und fand das sehr spannend mit diesen pflanzlichen Hormonen. Gerne. Wobei da ja dann auch gesagt wird, naja, aber es kann ja trotzdem das Brustkrebsrisiko erhöhen. Es sind ja trotzdem irgendwie Hormone. Ja, du hast schon yeah. Meine Frustration. Wirklich meine Frustration. Also es sind ein paar Studien gemacht worden in den frühen 2000er Jahren, die verfrüht ausgewertet worden sind und wo die Ergebnisse missverständlich an die breiten, großen Medien herausgegeben wurden. Sodass der allgemeine Tenor lautet, Hormone machen Brustkrebs. Und das nervt mich so unendlich, weil es nicht stimmt. Also gut, das ist ja, du hast ja gesagt, von diesen schwangeren Stuten, wo genau. Dann eben der Urin genommen wird und wenn man da noch was mit dazu packt und so ganz weiter, genau. Da könnte es eventuell Brustkrebsrisiko erhöhen. Ja. Aber eben nicht, diese pflanzlichen Hormone sind ja aus der Jamswurzel. Genau, ganz genau. Also diese Hormone, wie es immer heißt, die bösen Hormontabletten, das waren wirklich, das waren ja nicht Hormone. Jetzt muss man überlegen, jetzt muss man sich einfach mal vorstellen, was ist denn genau ein Hormon, wovon sprechen wir dann jetzt? Wir sprechen von ganz definierten Molekülen, wo eine definierte Menge an Kohlenstoffatomen und so weiter dran ist. Und da gibt es nichts dran zu rütteln. Also ich sage, es ist wie H2O ist H2O und nicht H2O2, das ist nämlich Wasserstoffperoxid und das sollte man nicht trinken, obwohl es genauso aussieht wie Wasser. Ja? Also es ist wirklich genau dieses Molekül. Das, was die Frauen genommen haben, war ein Gemisch aus Hormonen vom Pferd, die viel zu stark dosiert waren. Und diese haben sie auch nochmal chemisch verändert, um einen besonderen chemischen Cocktail zu machen. Warum haben die das gemacht? Dazu muss man wissen, eine Pharmafirma kann nur etwas teuer verkaufen, wenn es seine eigene Erfindung ist. Das bedeutet, er muss da sein eigenes Special-Ding machen, um da sein Patent draufzusetzen, um zu sagen, das können nur wir. Ja, wie der Big Mac. Ne? Einfach, dass du nicht kopieren darfst, das ist das. Und deswegen haben die in den USA sehr lange gegen die bioidentischen Hormone gekämpft. Großpharma ist in Europa zwar mächtig, aber in den USA sind die übermächtig. Und dass da irgendjemand dahin kommt und sagt, ja, gib doch einfach das normale kleine Molekül. Und dann gesagt, nein, bioidentische Hormone, so entspannt und so. Und das ist Quatsch. Also die wollten natürlich sich selber so ein bisschen schützen. So. Jedenfalls hat man in diesen Studien festgestellt, dass bei einer bestimmten Zusammensetzung und beileibe nicht bei allen Sachen, bei einer bestimmten Zusammensetzung, bei dem künstlichen Östrogen und dem künstlichen Gestagen, also Progesteron, beides sehr hoch künstlich und werden nichts davon in unserem Körper produziert, haben auch nichts in unserem Körper verloren. Dass bei dieser Zusammensetzung, dass die Brustkrebsrate höher war bei den Frauen, die das genommen haben. Das muss man auch ganz klar so stehen lassen. Die war nicht extremst höher. Die Frauen haben da nicht reihenweise Brust bekommen, aber die war statistisch gesehen höher. So weit, so gut. Das lassen wir jetzt mal so stehen.
Jetzt machen wir 20 Jahre später, sind wir aber so, dass wir diese Tabletten nicht mehr verordnen oder nicht mehr verordnen sollen. Ja, diese Tabletten sind total out. Das macht man nicht. Punkt aus. Was es gibt Hormone, die man aus der Yamswurzel gewinnt. Und zwar so, dass man eine identische Kopie macht von dem, was der Eierstock hergestellt hat früher. Das heißt, wir geben dem Körper einfach nur das zurück, was er nicht mehr produzieren kann. Genauso wie wir das Jahrzehnte schon machen mit Schilddrüsenhormonen. Müssen wir auch jemanden geben, wo die Schilddrüse nicht gut funktioniert, muss er auch Schilddrüsenhormone nehmen. Und wenn der Eierstock nicht mehr funktioniert oder nicht gut funktioniert und das zu gesundheitlichen Problemen führt, was es meistens tut in meiner Erfahrung, dann muss man diese Hormone ersetzen. Und es geht niemals, niemals, niemals nur darum, Hitzewallungen zu bekämpfen. Das muss man wirklich verstehen. Sondern genau diese Sachen, die ich eben auch am Anfang alle beschrieben habe. Und manche haben ja auch Herzprobleme, hast du ja auch geschrieben. Richtig. Es ist ja eine wahnsinnige Masse an... und wenn ich dann noch so dran denke, so Wechseljahre sind keine Krankheit. Okay, ja. Aber Herz-Kreislauf und zu Schilddrüsenproblemen kann es ja auch führen. Eben. Und zu Fibromyalgie, das sind alles Krankheiten. Richtig. Also wieso ist dann Wechseljahre keine Krankheit, wenn es zu all diesen Krankheiten führen kann in meinem Körper? Richtig, ganz genau. Und auch zu noch viel schlimmeren. Also man weiß ja, dass Frauen ja, und das ist ja das, was mich ja so besonders richtig, so, was ich besonders pikant finde, Stichwort Gendermedizin, also... Wir Frauen sind durch unser Östrogen geschützt vor Herzinfarkt und vor Arteriosklerose. Und Arteriosklerose ist eine ganz, ganz beschissene Erkrankung, was du dein Leben lang nie wieder loswirst. So. Wir sind durch Östrogene geschützt, bis wir in die Wechseljahre kommen und dann haben wir keine Östrogene mehr. Und dann steigt unser Herzinfarktrisiko plötzlich auf das Dreifache an, dass wir mit den Männern mitziehen können. Und irgendwie wollen alle damit leben. Irgendwie sagen alle, ja Gott, das ist dann halt so, du bist dann halt alt. Also ist das okay? Ja, und Herzinfarkte und Schlaganfälle, das ist das, woran die meisten Leute, Frauen sterben in Deutschland. Und das erinnert mich aber so ein bisschen auch an einen offenen Brief, den ich von einer 94-Jährigen gelesen habe, die gesagt hat, also jetzt auch gerade in der Corona-Zeit, an Corona darf ich auf gar keinen Fall sterben. Aber wenn ich jetzt mit dem Herzinfarkt einfach umkippe, dann... Ganz genau. Ne? Und wenn man eben guckt, das ist ja schon dadurch, dass wir nicht aufgeklärt werden in dem Sinne oder in nicht ausreichendem Maße, sterben also sehr viele Frauen am Herzinfarkt, die nicht daran sterben müssten, laut deiner Aussage. Und das ist ja ein viel größeres Risiko, ohne jetzt Corona kleinreden zu wollen. Um Gottes Willen, es gibt die Krankheit und so weiter. Und dann müssen wir nicht weiter darüber reden. Aber trotzdem, da wird gerade so ein Fokus drauf gepackt. Ja. Und viele andere Krankheiten, unter anderem die Wechseljahre und eben damit Herz-Kreislauf-Erkrankungen und so weiter, da wird gar nicht hingeguckt. Eben. Und es ist, man weiß, es gibt keine oder es gibt wenige Zellen im Körper, die nicht auf Östrogene angewiesen sind, sogar die Immunzellen. Man weiß, dass Frauen, die Östrogene nehmen oder haben oder nehmen, viel weniger jetzt an Covid-19 sterben, weil ihr Immunsystem, also die Immunzellen, einfach wahnsinnig toll auf Östrogen reagieren und das einfach viel besser bekämpfen können. Also das sind jetzt auch die neuesten Erkenntnisse, die rauskommen. Und allein das Thema, was mich auch schon, du merkst, ich kann hier reden, bis die Sonne untergeht. Bis der Arzt kommt, ja. Ach nee, du bist ja die Ärztin, warte. Also was mich auch echt Nimm super... Nimm ruhig noch mal deine Haare vom Mikrofon. Ach so, oh ja, genau. Okay. Genau, super. Was mich auch, auch wenn viele Leute... Also, Entschuldigung, was nicht? Was viele Leute, was viele Frauen auch denken, ist, die sagen dann, ja, ich bin da durch die Wechseljahre durch. Ich bin da, die meinen, die können irgendwie da durchhetzen und ich bin da jetzt irgendwie durch. Es gibt kein Durch, wenn du so willst. Es gibt nur, dass der Körper sich an die Symptome, also an die Hitzewallung, an den Schlafmangel irgendwie gewöhnt. Aber es ist trotzdem kein gesunder Zustand, weil dieser Organverfall im Hintergrund jetzt beschleunigt abläuft. Und wenn ich alle frage, ich finde bis jetzt, ich muss lange suchen, bis ich jemanden finde, die in ihrer Postmenopause ist sozusagen, die wirklich gar keine Beschwerden hat. Ich muss nur lang genug fragen. Und meistens muss ich nicht lang fragen. Ich frage, na, wie ist es mit der Blase? Na, wie ist es? Ich habe vorher, wir haben ja nicht drüber geredet, aber die älteren Damen in meinem Umfeld, die tragen, das sind Tena-Lady-Damen. Ja, genau. Und das sind fitte Frauen, die Richtig. Normalerweise nicht inkontinent sein müssen. Richtig. Du sagst ja, das liegt eben daran, weil das Östrogen da Auf fehlt. Auf alle Fälle, das ist ganz klar. Das ist ganz klar erwiesen. Also das ist überhaupt keine Theorie von mir, das ist wirklich einfach, das weiß jeder, dass die Vagina und die Harnblase und die Harnröhre, das sind drei Organe, das sind Freunde. Ja? Und diese drei Freundinnen, die sind total auf Östrogen angewiesen. Und wenn das Östrogen fehlt, dann fängt die Vagina an auszudünnen, das tut weh, der Verschluss der Blase funktioniert nicht mehr, die Blase ist anfälliger für Bakterien, dann hast du dauernd Harnwegsinfekte, dann wirst du undicht beim Husten, Lachen und Niesen oder kriegst eine sogenannte Drangkomponente, das bedeutet, wenn du das Gefühl hast, dass du Pipi musst, dann musst du schnell gehen, sonst geht's in die Hose. Und all diese Dinge sind
vermeidbar und die sind auch behandelbar. Also das ist super easy. Es gibt eine östrogenhaltige Creme, das macht man unten rein in die Vagina, das macht man jeden Abend nach dem Zähneputzen oder wie auch immer und dann geht das weg. Und diese Creme ist sogar so harmlos, dass auch Frauen, die Brustkrebs hatten, es verwenden dürfen. Also es darf jeder verwenden. Gut, aber du hast ja gesagt, es gibt dieses goldene Fenster, davon richtig, hast du ja gesprochen. Richtig. Ich habe nämlich leider Gottes auch dieses Buch einer Bekannten geschenkt, die gesagt hat, ja, ich bin leider aus diesem goldenen Fenster raus. Und sie ist jetzt schon in diesem, dass sie starke Tabletten nimmt für ihr Herz, starke Tabletten nimmt für Schilddrüse. Schade. Und sie sagt, ja gut, sie hat das Buch dann an ihre Tochter weitergegeben. Die kann aber die Vaginalcreme kann sie auch benutzen. Okay. Die Vaginalcreme kann jeder benutzen. Wenn man 99 Jahre alt ist, kann man die Vaginalcreme benutzen, da passiert gar nichts. Mhm. Ne? Also das aber weil ich auch mal wieder gefragt werde jetzt, ne, wenn du von wegen, ja, aber ich meine, also diese Frau Dr. Scheler, die liest, die ist ja schon sehr in Richtung Hormone. Du willst ja nicht ein ganzes Leben lang Hormone nehmen, Isabel. Und ich so, doch. Aber was ist, denn, was ist denn, wenn du Brustkrebs kriegst? Sag ich, weißt du was, habe ich wenigstens vorher gelebt. Ihr habt nicht diese 5 Jahre wie ich durchgemacht. Eben. Und dann, falls es wirklich passieren sollte, dann habe ich echt eine schöne Zeit bis dahin gehabt. Ich möchte nicht am Brustkrebs sterben. Ich, ne, es ist jetzt auch nicht, dass ich sage, ich muss jetzt unbedingt sterben. Aber wenn es eben ist, dann habe ich wenigstens bis dahin gut gelebt und ich war ich. Ja, und das andere, das war nicht mehr ich. Und insofern finde ich diese Frage so merkwürdig. Vor allem, wenn ich dann eben sehe von denjenigen, die eben dann Osteoporose bekommen, wo du ja auch sagst, es liegt daran, dass Östrogenmangel ist. Ja, eben die Inkontinenz und der Gelenkverlust und dass sie nicht schlafen können. Genau. Und dass sie auf einmal Schilddrüsenprobleme bekommen und was wegen Bluthochdruck und. Ganz genau. Die nehmen dann ja auch bis zum Rest ihres Lebens Medikamente. Und dann würde ich so denken, warte mal, dann da kann ich doch hier und jetzt anfangen, mir so einen kleinen bioidentische pflanzliche Hormone, Jamswurzel auf meinen Unterarm oder sowas machen und abends meine Progesterontablette einwerfen. Ganz genau. Das ist ja harmloser, dieses pflanzliche Mittel, als später diese Hammermittel. Aber bei den anderen Mitteln denken sie halt, nee, aber das muss ich ja nehmen, ist ja fürs Herz. Ja, ja. Ja, das ist ja eine Krankheit. Wechseljahre ist ja keine Krankheit. Also ich finde es so faszinierend. Mich bringt es auch wirklich zum Verzweifeln, wirklich, weil ich... was wir alle wissen, und das wussten wir auch schon mit den Pferdepipi-Tabletten, man kriegt von den Pferdepipi-Tabletten keinen Brustkrebs. Das ist ein Riesenschocker jetzt, man kriegt davon keinen Brustkrebs. Aber wenn du Brustkrebszellen in deiner Brust hast, dann fangen die an, turbomäßig zu wachsen mit den Pferdehormonen. Ja, das weiß man. Wenn du da schon also einen kleinen Tumor hast, da wird damit so gefüttert, das ist so Dünger. Aber wenn du nichts hast, dann kriegst du es nicht. Ja, also das so und so schon nicht. Aber gedanklich, wie gesagt, 20 Jahre weg, das ist es nicht. Wir sind ja hier in jetzt und man weiß bei unseren Hormonen, die wir nehmen, die Hormone, die wir nehmen, sind körperidentisch. Also nochmal, der Körper kann nicht unterscheiden, ob das jetzt aus dem Eierstock kommt oder aus der Apotheke. Es wird nichts in der Leber umgebaut, der Körper wird damit nicht belastet. Der Körper sieht es und sagt, ah, du bist das. Dann packt das dahin, wo es hinpacken muss, weil er es schon kennt. Der hat damit überhaupt keine weitere Arbeit oder Belastung. Deswegen machen ja auch diese Dinge auch eigentlich keine Nebenwirkungen, weil es wird einfach nur ein Bedarf aufgefüllt und fertig aus. Ne? Also ganz im Gegenteil. Ich habe ja durch das Lipödem, da wurde ja mal gesagt, dass es irgendwie mit den Hormonen zusammenhängt. Mhm. Und im Prinzip, wenn du ein Lipödem hast, hast du dein Leben lang, kämpfst du irgendwie immer mal wieder mit dem Gewicht. Und ich habe es zwar die meiste Zeit geschafft, wirklich schlank zu sein. Und trotzdem ist es jetzt, seitdem ich die Mittel nehme, Mitte November, ist jetzt 4 Monate her, habe ich 15 Kilo abgenommen. Wow. Und zwar ohne jetzt wirklich großartig was anders zu machen als vorher. Mhm. Ja, ich habe aufs Ernährung und Sport und was geachtet. Mhm. Das habe ich vorher aber auch gemacht. Ja, genau. Und ich habe so das Gefühl, dass meine Hormone noch nie so gut eingestellt waren wie im Moment. Ja, und das merkt man halt. Ne? Das merkt man, richtig. Weil wahrscheinlich durch meine chronische Krankheit eben mein Hormon sowieso ein bisschen durcheinander ist, mein Hormonhaushalt vielleicht richtig. Schon vorher war. Ist nur eine Theorie. Ich habe einen Arzt gefragt, der Spezialist für Lipödem, also konnte das jetzt nicht bestätigen, weil sie in der Richtung noch nicht so geforscht haben. Mhm. Aber ich merke es eben an meinem Körper, ist also nur subjektive Wahrnehmung, dass ich einfach, es ist einfach so entspannt und so leicht und so... Ja. Und ich, unfassbar, dass so wenig Leute darüber wissen. Was ich auch spannend finde, wir reden ja über die weiblichen Wechseljahre. Gibt es eigentlich auch, es gibt doch sicherlich auch die männlichen Wechseljahre, so nach dem Motto so, ach ja, komm, der bekommt jetzt hier in seine Midlife-Crisis, der Mann. Aber gibt es da auch spezielle Bücher oder dass die Männer auch dann eben irgendwas nehmen? Die sind ein bisschen nicht benachteiligt, die Männer. Also die Männer haben jetzt nicht so das wie Frauen. Wenn die das hätten,
glaub mir, dann hätten wir da schon längst eine Lösung. Dann würden wir uns hier ganz anders unterhalten. Also wenn ein Mann, wenn sein Hoden aufhören würde zu arbeiten, innerhalb von 2-3 Jahren komplett die Funktion einstellen würde und die könnten keine Erektion mehr bekommen und würden Depressionen bekommen, irgendwas sagt mir, die Medizin hätte schon längst eine Lösung gefunden. Aber was die Männer tatsächlich bekommen, ist ab dem 40. Lebensjahr nimmt ihr Testosterongehalt pro Jahr um ca. 1% ab. Also das heißt, ja, dann ist es, die werden dann so ein bisschen, so viele verlieren so ein bisschen so ihre Schärfe, wie man so sagt, die Altersmilde tritt dann so langsam ein und die sind dann so ein bisschen mehr östrogenlastig, also heißt, die werden vielleicht ein bisschen anhänglicher. Die Qualität der Erektion nimmt ab und auch, also die haben meistens alle noch eine gute Libido, aber viele sagen auch einfach, merken es auch einfach, dass einfach die Erektion nicht mehr so das ist, was es dann mal war früher. Und ansonsten die Lebensenergie nimmt bei vielen zwischen 50 und 60 so ab, dass viele auch denken, die sind im Burnout oder haben dann Depressionen oder sonst irgendwas. Ne? Und da ist es auch, wäre es auf alle Fälle lohnenswert zu gucken, vielleicht muss man einfach nur Testosteron substituieren und das wäre nichts leichter als das. Das ist ein Hormongel. Also besser als so ein Viagra. Ja, klar. Zu nehmen. Ja, klar. Dann, ne? Viagra, im Prinzip, das verbessert nur die Qualität der Erektion, aber gibt einem keine Lebensenergie oder sonst irgendwas zurück. Also insofern ist es etwas, was total easy zu behandeln wäre. Es ist einfach ein Hormongel, was man jeden Morgen auf die Haut drauf schmiert und fertig auch aus. Und Frauen brauchen auch Testosteron. Das ist auch ganz wichtig zu wissen. Das wissen ganz viele nicht. Testosteron ist ein extrem wichtiges Hormon für uns Frauen. Also für unsere Lebensenergie, für unser ich stehe jeden Tag auf und mache mein Ding, Gefühl, ja, und aber auch natürlich für die Libido und einfach für jetzt, fürs Lustgefühl auch. Es ist extrem wichtig. Viele Frauen, die wirklich so einen Testosteronmangel, einen krassen erleben, sagen auch, dass die wirklich an ihren Genitalien, an der Klitoris und so weiter, sagen, das ist tot. Das ist, wenn ich das anfasse, ist es so, als würde ich irgendwie meine Nase anfassen. So, überhaupt tut sich nichts. Ja? Aber das ist wirklich die höchste Zeit zu sagen, komm, das ersetzen wir, das bringen wir wieder in den Wert in einem hochnormalen Bereich und dann geht es den meisten Frauen dann auch wirklich besser. Ja? Also so ein weiterer Irrglaube, wo ich mit aufräumen möchte, ist, viele Hormongegner denken, ich gleiche meine Hormone dann auf natürliche Art und Weise aus. Und wenn du auch guckst, um Instagram oder Facebook gibt es so Dinge mit, ja, gleich nur natürlicher Hormonausgleich mit Yoga oder gleich deine Hormone aus mit Ernährung oder mit irgendwelchen Kräutershakes oder was weiß ich. Du kannst deine Hormone nur ausgleichen mit Hormone. Full stop. Da gibt es nichts anderes. Du kannst nicht deine Hormone ausgleichen mit Yoga. Du kannst deine Hormone nicht ausgleichen mit irgendwelchen anderen Sachen. Es funktioniert so nicht. Es gibt zwar auch so ganz, ganz kleine Studien, die sagen, ja, man kann den Hormonwert verdoppeln mit Hormon-Yoga. Ja, vielleicht, wenn du den Hormonwert von 1 auf 2 verdoppelst, ist es verdoppelt, aber der ist immer noch nicht 50 oder 60, wie er sein soll, dann ist es, du bist immer noch im Mangel. Also der Körper funktioniert nicht so. Und da wollen auch ganz, ganz, ganz viele Leute auf diesen Zug draufspringen und auch Geld damit machen. Ne? Und ich glaube, es ist vielleicht wichtig, an dieser Stelle vielleicht einfach zu erwähnen, ich verdiene kein Geld daran, wenn ich Hormone jetzt empfehle. Ich will einfach nur, dass es Frauen besser geht. Ich will einfach nur, dass Frauen ihre Optionen kennen. Das ist alles, was ich will. Genau, es ist auch wirklich günstig. Also ja. Finde ich, es ist günstig. Es wird von der Krankenkasse bezahlt. Richtig. Also insofern, es ist pflanzlich. Es gibt im Prinzip nichts, was dagegen spricht. Und ich bin ja auch so jemand, ich gehe lieber zur Homöopathin und zum Osteopathen, zur Heilpraktikerin und so weiter. Und ich kann eben sagen, die haben echt viel geschafft bei mir. Mhm. Und noch einmal, wie ich es am Anfang gesagt habe, alle 4 Wochen bin ich wieder abgerauscht. Und dann haben mich die Mittel wieder nach einer Woche wieder langsam hochgebracht und dann ging es wieder ein bisschen besser. Manchmal ging es mir eine Woche gut, manchmal 2 Wochen, manchmal gar nicht, dann rauschte ich wieder ab. Mhm. Also wenn ich mal 4 schlechte Wochen hatte, dann ging's noch tiefer. Also das ist dann irgendwie nicht schön. Insofern habe ich, der ja ein Fan davon ist, wirklich alles auf eine andere Art und Weise zu probieren, einfach am eigenen Leib gemerkt, dass mein Körper richtig... Ich habe die ganze Zeit gemerkt, ich kann damit gut die Symptome behandeln. Mhm. So, damit kriege ich die, aber es war nicht die Wurzel. Und die Wurzel hat sich im Prinzip alle 4 Wochen praktisch zyklusmäßig mich immer wieder runtergehauen. Ja, klar. Und das fand ich faszinierend. Und danach, ich merke, wie der Körper richtig so seufzt und denkt, oh, endlich hast du es erkannt, Schnecke. Ja, endlich. Und da ging es mal wirklich an die Wurzel. Ja. Was meinst du eigentlich, wie viel Prozent von den Frauen haben wirklich krassere Probleme mit den Wechseljahren?
Also gibt es auch die, die wirklich gar keine Probleme haben? Du hast es so ein bisschen vorhin angedeutet, aber es gibt doch bestimmt auch die, die gar keine Probleme vielleicht haben. Also ganz selten. Also die würde ich jetzt einkreisen, ungefähr so bei 5%. So wenig? Die so gar keine Probleme haben. Also es gibt einen Unterschied zwischen ich spüre keine Symptome oder ich spüre Symptome und lasse dadurch meinen Tag nicht ruinieren. Also das ist so ein bisschen, also auch die Leute, die sagen, nee, mir geht's gut, ich fange dann an zu fragen. Vernennen Sie Pipi beim Husten, Lachen und Niesen? Wie sieht's aus mit dem Schlafen? Und dann viele sagen, ja, ich schlafe jetzt auch nur noch 5 Stunden, dann lege ich mich mittags hin und dann ist das auch schon wieder gut. Ja, dann ist das, ja, es ist trotzdem ein Zeichen, dass ein Hormonmangel da ist. Ich bin mittlerweile so weit, dass ich wirklich, auch wenn mir jemand sagt, ich habe nichts, dann sage ich, lass uns mal Blut abnehmen. Na, und wenn ich sehe, jemand hat ein Östrogen, das heißt dann in der Fachsprache Östradiol, ein Östradiolwert von kleiner 5 oder kleiner 10, dann sage ich, hören Sie mal zu, es gibt ganz klare Zahlen, wenn man rumläuft mit so einem niedrigen Wert für mehr als 7 Jahre, ist die Wahrscheinlichkeit, dass Sie in 10 Jahren einen Wirbelbruch haben, also spontanen Wirbelbruch oder spontanen Handwurzelbruch oder spontanen Hüftfraktur. Also Östrogen bekommen. Osteoporose. Osteoporose, du, ne? Ganz genau. Ist die Wahrscheinlichkeit ungefähr bei 70%. Wollen Sie das? Wollen Sie das? Weil hier haben wir den Beweis, Sie laufen im Mangel rum. Und auch wenn Sie nichts jetzt spüren, das heißt trotzdem nicht, dass das gesund ist. Das heißt trotzdem nicht, dass wir das so laufen lassen. Wenn du mit 70 Jahren an Heiligabend oder an Silvester rausgehst und sagst, ui, frohes neues Jahr, und rutschst aus und brüstest dir die Hüfte, toll. Dann kannst du da in die Klinik gehen, die voll ist mit älteren Damen, die nicht gewusst haben, dass sie etwas da präventiv hätten dagegen tun können. Das ist einfach das. Ich will einfach, es muss nicht jeder meinen Weg gehen. Es soll aber jeder sich nur auskennen. Genau. Das ist es. Es soll jeder wissen, was kommt auf mich zu, wenn ich den Weg mache. Was kommt auf mich zu, wenn ich den Weg mache? Und man muss in der Lage sein, als Frau eine erwachsene Entscheidung zu treffen. Und das ist das, was viele Mediziner auch nicht wollen. Viele Mediziner und viele ist so in den Arztgesprächen, ich kriege das ja mit, behandeln Patienten und gerade Frauen, als wären es kleine doofe Kinder. Na? Die erklären ihnen gar nichts. Sie sagen, nee, das brauchen sie nicht. Sie sind doch so eine Taffe. Sie brauchen doch nichts für die Wechseljahre und bla 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 und so. Und, ja? Und wenn die dann sagen, aber ich habe keine Lust auf Sex, dann sagen die, ach Gott, was habe ich da schon sagen gehört? Sagen die beispielsweise, dann kuscheln Sie doch mit Ihrem Mann auf der Couch. Mit so einem Glas Rotwein ist doch auch nett. Ja, das ist unglaublich. Meine Anrufpatientin hat zu mir gesagt, ihr Frau hat zu mir gesagt, ja, jetzt haben Sie Ihre Kinder schon. Was wollen Sie denn mit Sex? Das ist jetzt so echt. Eine andere Patientin wiederum hat mir so eine witzige Geschichte erzählt. Sie hatte da auch immer Probleme vaginal und es hing letzten Endes dann auch an dem Hormonhaushalt. Und da hat die Frauenärztin sie gefragt, ja, machen Sie denn Oralverkehr? Die sagt so, ja, also Frau so und so, jetzt sind Sie 43, Sie brauchen jetzt keinen Oralverkehr mehr, das ist was für die Teenies. Ich habe herzlich gelacht. Was ist das für eine Art? Das ist total übergriffig. Ich kann doch nicht für eine Patientin entscheiden, ob sie jetzt mal ihre Sexualität an den Nagel hängen muss oder nicht. Es ist unfassbar, ja. Ja. Aber das meiste ist tatsächlich, dass die Leute, also Freundinnen von mir eben tatsächlich nur gesagt bekommen nach dem Motto, können ein bisschen Hitzewallung kommen. Oder eben auch eine, die ist auch extra zum Vorhinein gesagt, so, ich bin jetzt langsam, die Periode ist jetzt langsam nicht mehr so regelmäßig. Mhm. Worauf muss ich mich einstellen? Ja, dass sie ab sofort einfach ein bisschen weniger essen, ne? Jo, kriegen sie ja hin. Und damit ist sie entlassen worden, mit der nicht. Und ich finde es eben auch wichtig, also auch natürlich, wenn ich den Leuten jetzt irgendwie dein Buch geschenkt habe, habe ich auch immer dazu geschrieben, ihr müsst dann nicht meinen Weg gehen. Ja, ihr könnt euren Weg gehen. Ich beschreibe jetzt nur von mir und ihr dürft euch entscheiden, nein, ich will die Hormone, diese bioidentischen Hormone eben nicht nehmen, genau. Und nehme in Kauf, dass ich eventuell dann eben inkontinent werde, Osteoporose oder das Herzinfarktrisiko erhöhe oder Schlaganfall. Das ist ja okay, ja. Das ist ja völlig in Ordnung. Und vielleicht kriegen es manche dann ja auch, ne, auch wenn du sagst, es geht nicht mit ihrem Yoga und der Ernährung. Ich glaube,
dass alles eine Rolle spielt. Ja, auch selbstverständlich. Nein, selbstverständlich. Und also, das hast du auch in deinem Buch geschrieben. Yoga ist super. Wichtig. Yoga ist super. Ernährung ist super. Nee, das ist extrem Sport wichtig. Sport ist wichtig, genau. Nein, das ist extrem wichtig. Ich wehre mich nur gegen diese Firmen, die jetzt sagen, du kannst deine Hormone mit unseren Präparaten total ausbalancieren. Bullshit. Also du musst dich gesund ernähren, natürlich. Ernährung spielt eine riesengroße Rolle in den Wechseljahren. Sport, Yoga ist super. Alles dieses Körpergewichtstraining, super, total super. Du kannst damit nur nicht alles, ist es keine komplette Alternative zum Hormonersatz. Das genau. Tut's einfach nicht. Es ist einfach diese, wie ich es mir gemerkt habe, Symptome. Ja, genau. Irgendwie immer wieder abschwächen und richtig. Behandeln, aber ich gehe nicht an den Kern ran. Richtig, richtig, so, ja. Und ich bin aber auch ich habe dann ja die Frauenärztin gewechselt, komischerweise nicht. Und bin ja jetzt bei einer ganz tollen in Kiel, die dann eben auch so sagt, und jetzt gucken wir mal auf die Ernährung und dann gucken wir auf den Sport. Super. Und dann gucken wir darauf toll, und dann schauen wir, was toll. Für Vitamine du noch zusätzlich nimmst. Super, und sie nimmt, ja. Wenn sie Blut abnimmt, guckt sie eben auch, wie ist B12, wie ist das, wie ist jenes, wie sind meine Glückshormone. Sie richtig, sagt einfach, ja. Einfach mal alles abchecken und dann mal gucken, wie können wir dich gut auf den Weg bringen. Super. Und das finde ich eben schön, dass da jemand eben nicht nur auf die eine Sache guckt oder sagt, jetzt machen wir mit dem Hormon Miasta abgehakt, richtig, sondern richtig. Dann eben auch wirklich ganzheitlich. Und das finde ich so diese das ist Schöne, toll. Dieser Ansatz. Das ist, und das ist hast du in deinem toll. Buch ja auch drin. Insofern, es geht nicht ums Missionieren und wir verbinden beide daran nichts, aber ich möchte einfach, zumindest in meinem Podcast, dieses Tabu brechen, dass nicht darüber geredet wird. Genau, ja, genau. Genau, das super. Ist Wahnsinn. Aber das haben wir heute geschafft. Das denke ich auch. Genau, habe ich hier noch irgendwas? Genau, du hattest ganz am Anfang hast du gesagt, so ein bisschen von dem Frauenbild gesprochen. Da habe ich mir dann das Stichwort Emanzipation hingeschrieben. Mhm. Und da habe ich so gedacht, wir sind doch schon so lange in der Emanzipation. Also ich meine, zumindest eine Alice Schwarzer hätte doch mal wenigstens... Ja. Oder hat die das jemals gemacht? Hast du es mitbekommen? Nein. Alice Schwarzer hat niemals, aber auch, guck mal, was ist dann mit unseren Fernsehpromis, die ganzen Älteren, Iris Berben, wie sie alle heißen. Warum stellen die sich nicht dahin und sagen so, ich nehme Botox und ich war in den Wechseljahren und ich nehme Hormone, keine Ahnung was. Ja, alle sind mysteriöserweise, aber auch Madonna, ja, das wurde ich hätte von ihr was anderes erwartet, als so zu tun, als wäre sie noch 40. Ich meine, die sieht ja Bombe aus, aber da kann man noch genauso gut sagen, ich meine, die nimmt Hormone, muss sie. Sonst wirst du nicht so aussehen, vor allem hättest du nicht die Kraft, die sie hat. Hm. Also, ja, tun sie alle nicht. Das jetzt, hat was mit der Emanzipation, ja, zu tun, aber es hat auch etwas damit zu tun, wir müssen einfach, uns ist, glaube ich, noch gar nicht bewusst, dass wir älter werden als unsere Mütter. Dass wir eine Lebenserwartung haben, so bis mindestens mal 85, 90. Also, und jemand, der heute 20 ist, die wird vielleicht locker 100 bei guter Pflege. Und das heißt, wenn wir in unsere Lebensmitte ankommen, das ist nicht mehr der Herbst des Lebens. Ne? Es ist wirklich, wie so viele meiner älteren, altehrwürdigen Gynäkologen-Kollegen dann, ja, das ist der Herbst des Lebens, ne? Die Wechsel. ich war drüber totleid. Das ist wirklich nur Halbzeit. Ne? Und das ist ja das, was wichtig ist zu wissen. Und wenn du die zweite Halbzeit richtig toll verbringen willst, richtig toll, und ich habe vor, die richtig toll zu verbringen, ich habe vor, zu verreisen, ich habe vor, wirklich mit meinem Liebsten irgendwo auf dem Kreuzfahrtschiff zu sein. Ich habe ihn schon gedroht. Zu kuscheln, auf dem Sofa, ne? Auf dem Kreuzfahrtschiff. Ich habe ihm schon gedroht. Ich habe gesagt, wir werden dann immer so in so ein Spa gehen. Und ich sitze da mit so einem riesen Sonnenhut und Sonnenbrillen und dann wir trinken Cocktails und dann darfst du über die Kellner meckern und ich flirte dann mit den Kellnern. Na, es ist gut. Ich habe gesagt, das werden wir mal, werden so das Ehepaar sein, was immer ankommt und dann dieselben Cocktails bestellt. Ne? Und jedenfalls, das ist das, was ich will. Ich will, dass die Frauen die Möglichkeit haben, dass sie die Möglichkeit haben, ihr Leben so in die Hand zu nehmen, dass sie wirklich ihr Ding machen können. Und darum geht es mir. Und ich weiß, ich ernte immer viel Kritik, weil ich mit den Hormonen hin und her. Das ist natürlich, dieser Weg funktioniert nicht. Der Weg, und das ist meine Meinung, der Weg ohne Hormone führt zu Alterskrankheiten und es führt zu Sichtum und es führt zu Dingen, die nicht schön sind und die keinen Spaß machen. Und wenn man diesen Weg gehen will, dann muss man ganz immens was dagegen tun, um diese Dinge zu verhindern. Mhm. Man muss es einfach nur wissen. Ne? Und einfach Frauen wie kleine Kinder zu behandeln und die nicht aufzuklären, da bin ich irgendwie durch mit. Ne? Mhm. Und ich habe auch von meinem Kollegentum in Deutschland, ich habe so gespaltene Lager. Also manche kontaktieren mich und sagen, super,
Ich muss nicht mehr missionieren. Die Patienten kommen rein, die sind informiert, die haben keine Fragen mehr. Wir können auf Augenhöhe miteinander reden, ist ja auch noch so ein Vorteil. Ja. Mhm. Der Termin dauert jetzt nicht mehr ewig lang, sondern es geht schnell. Sind über das Buch praktisch dann vorinformiert oder wenn du ein Interview gegeben hast. Ganz genau, und kommen rein und sagen, so, ich hätte gern, ich habe meine Hormone möchte ich gerne abnehmen lassen. Ich glaube, das ist zu niedrig, das ist zu niedrig. Und dann habe ich Interesse, das und das dran zu nehmen. Nur ganz kurz, wie muss ich es nehmen? Super, wunderbar, ich melde mich in ein paar Monaten wieder. Perfekt, wunderbar. Und es gibt Kollegen, die sind hochbegeistert. Und dann gibt es die, die nicht begeistert sind, weil die Frauen reinkommen und informiert sind und Dinge verlangen plötzlich und Fragen stellen plötzlich oder sich nicht mit Antworten zufrieden geben plötzlich. Das finden viele nicht so schick. Die sind dann schon sehr genervt und fühlen sich angegriffen. Und dann denke ich, lies doch einfach mal das Buch und dann wirst du sehen, ich bin auch auf eurer Seite, liebe Kollegen. Es geht einfach nur darum, alle zu informieren, dass man nicht mehr diesen riesen Erklärungsgesprächsbedarf hat. Ne? Genau. Also es klärt einfach echt umfassend auf. Das Spannende war auch, ich war ja dann bei meiner, da ich nicht so schnell eine neue Frauenärztin gefunden habe, habe ich mir erstmal von meiner bisherigen Frauenärztin, habe ich erstmal sie angerufen und gesagt, okay, ich war ja nun gerade da, ich hätte gern genau das, ich habe genau die Sachen rausgenommen, die du in deinem Buch dann beschrieben hast. Mhm. Und dann hat sie mir sogar auch noch geschrieben, ja, und Testosteron soll man dann, was hat sie gesagt, irgendwie abends nehmen und so. Also sie hat mir so ein paar Sachen geschrieben, dann habe ich in deinem Buch nachgelesen und habe gedacht, nee, Schiele hat gesagt morgens. Und ich habe es dann genau nach deinem Buch genommen. Bin dann zu meiner Frauenärztin, also zur Neuen, dann sagte sie so, alles genau richtig gemacht. Dann scheint das Buch wirklich gut zu sein. Wie war nochmal der Titel? Das ist super. Ja. Wenn du Frauen so abschließend irgendwas mit auf den Weg geben wollen würdest, was wäre das? Wechseljahre sind die Mitte von deinem Leben und hol dir alle Hilfe, die du kannst, um wirklich dich vorzubereiten auf die zweite geile Lebenshälfte und die machst du genauso, wie du Bock hast und lässt dich von nichts und niemandem bitte davon abbringen und niemals Nein akzeptieren. So, das will ich sagen. Vielen, vielen lieben Dank für das tolle Gespräch. Gerne, gerne. Gut reden kann jeder. Gut reden kann jeder.